Hallo und herzlich willkommen erneut in Hearts of Iron. Wir sind wieder im Krieg. Derzeit sind überall harte Kämpfe am Laufen. Besonders gerade in den Niederlanden. Die Niederlande sind gerade ein sehr harter Krieg. Besonders in China würde ich ja wohl eher sagen. Von vielen Seiten geht es gerade auf die Niederlande. Man sieht jetzt hier, wie ich versuche, da natürlich hart durchzukommen. Taktisch gesehen sieht man jetzt hier Niederländer aus Niederländisch-Indien, die an der italienischen Grenze stehen. Das ist eine taktische Meisterleistung, sein eigenes Land zu vergessen und sich an die Front nach Frankreich zu stellen, oder? Man kann den Franzosen nun mal noch nicht trauen. Naja. Und da ist die nächste Exilregierung. Die Niederlande sind jetzt eine Exilregierung? Ja. Hast du auch die Luxemburg noch rechtzeitig gekriegt oder nicht? Doch, die sind auch schon drin, aber sie haben nicht genug Manpower, um da so etwas stemmen zu können. Zum Ausrücken. Ein Gummi könnte wirklich ein Problem werden. Ja, gut, das müssen wir halt irgendwie hinkriegen. Gummi wird immer ein Problem sein. Ja. Das wird halt unser Manko sein. Ich werde einfach meine Friedenswirtschaft nutzen und ein paar synthetische Raffinerien bauen. Mach ich ja auch die ganze Zeit. Immer diese Leute im Frieden, ne? Bis jetzt habe ich nur Freiwillige. Oh, stimmt, ich könnte noch mehr. Könntest du mich auch Freiwillige zu mir senden, aber nein. Ja, ich. So. Was hast du je für ihn getan? Ich habe ihm seinem geholfen. Nein. Remember Balearen. Das war ich ja nicht. Also würde es nach Italien gehen, hätten wir hier schon ein lange neues Staatsgebiet auf der Iberischen Halbinsel, ja. Und deswegen in der kleinen Insel. Gruppe. Mussolini wollte doch eh ein neues römisches Reich aufbauen. Mhm. Mallorca lohnt sich doch nur für Urlaub und das lohnt kann man eh nicht im Krieg machen. Der wollte aber Urlaub machen. Im Krieg. Ich bin nicht im Krieg. Vielleicht ist es soweit, dann bin ich im Krieg, aber noch nicht. Was haltet so gut es geht, Frankreich. Italien? Guck mal oben im Norden deiner Linie. Da ist nichts. Ja, die ziehen gerade ab. Hier fehlen Flugplätze. Arsch. Ohne. Boah, wer hat's? Das habe ich mir ja schon fast gedacht, dass ich da nicht halten kann. Vielleicht sollte ich dich mal reinrufen. Ah ne, ist schlecht. Ruf ich nicht rein. Halte. Ich halte. Deckung.
auch, ne? Flugzeuge. Flugzeuge sind gar nicht das Problem. Das Problem sind die Ressourcen für die Flugzeuge. Ich brauche mehr Öl. Also mein Öl hält 300 Tage noch. Ich habe Öl übrig. Ja, ich kaufe aber schon Öl, ne? Ach, die sind noch nicht fertig. Ich versenke im Mittelmeer gerade so viele französische U-Boote. So, man sieht natürlich jetzt, ich versuche verzweifelt an einigen Stellen durchzukommen. Was unser spanischer Freund macht, verstehe ich nicht. Er schiebt seine gesamte Frontlinie weg. Ich baue noch eine zweite Frontlinie. Wir fragen niemals Spanien. Weil in den Trupp passen nur 24 Leute. Und noch ist die Versorgung da stabil, deswegen... Ich mag es nicht, wenn zwei Frontlinien sozusagen hintereinander sind, an derselben Stelle. Die trenne ich lieber. Ja, aus. Überall aus dem zentralen Mittelmeer kann ich halten. Die Luft. Ich habe jetzt große Teile der Luft eingenommen bei mir. Oh, das klappt. Klappt. Eine hervorragende. Na wunderbar. Klappt. Ja, nicht auf den letzten Meter schlapp machen, Leute. Hey, Hubkraft, ich habe das Problem erledigt. Was ist erledigt? Das eine Luftüberlegenheit. Das ist zu spät. Ich bin schon drüben. Also, jetzt ist es mir auch schon egal. Weiterhin ist er jetzt auch im Krieg. Ja. Und ist schon was in Afrika passiert? Nicht viel. Werde auf einer Seite zurückgedrückt, aber das ist noch akzeptabel. An dich, Spanier, du solltest ein paar Einheiten noch bauen für Afrika und ein paar für deine Häfen. Ja, ich bin gerade am Massenrekrutieren. Ich habe 24 Einheiten in der Rekrutierungsschlange. Ja gut, dann dauert halt eine Weile. Oder frühzeitig rausrufen. Aber es ist auch immer gefährlich. Ja, ich könnte sie frühzeitig ausrufen und dann noch nachtrainieren. Ich mach's einfach mal. Kann ich ja alle mal noch töten. Also. Töten. Ausbilden.
Hey, 10 Tage. Was sind denn 10 Tagen? Dann kriege ich meinen Winterkrieg. Der Winterwurm. Ich dachte, die haben kapituliert. Ja, und? Ich wollte ja nicht nur dieses eine Stück. Ich krieg einen Heulkrampf mit den ganzen Frachtern, die du mir versenkst, ne? Wie den los? Es ist ein Krampf und kein Krampf. Das sind zivile Schiffe, man beschießt nicht Ziviles. Hat Deutschland nicht mal damit angefangen? Schnüss, ich sag dazu nichts. Nicht so ohne deinen Anwalt. Nicht in diesem Krieg. Nicht in diesem Krieg. Nein, aber Fakt ist, oh, das ist so eine Sache, das finde ich immer hart. Das ist so dreist, dass ich nicht Äthiopien angreifen kann. Kannst du nicht? Nee, weil Äthiopien nicht drin ist. Ich muss jetzt in diesem kleinen Streifen gegen Italien kämpfen. Nee, kannst du auch direkt deklären, oder nicht? Nein, geht nicht. Soll ich da einen Kriegsgrund gegen die... Ach, weil du Defend... Ja, der Aggressor kann quasi... Puppets, den kann er automatisch den Krieg erklären, wenn die nicht reingecallt werden. Um sowas zu verhindern. Oder doch, ich kann den Krieg erklären. Ja, eben. Solltest du es ohne Probleme kriegen. Wieso haben wir darüber angefangen zu reden? Nein, also ich finde Fairness zu sein. Wir haben gesagt, keine Bugs im Keine, deswegen, genau, das ist muss ja kein Bug. Ja, ist wie Kanada, ist wie Kanada. Das macht keinen Sinn, weil ich halt nicht gegen dich kämpfen kann. Ich habe auch all meine Untertanen drin. Auch Kanada? Ja, jeden. Ab geht's, Naval Invasion. Hat er wirklich alle. Ist ja vollkommen in Ordnung. Kann jetzt mal hier irgendwie... aufgeben. Den Encirclement Sound. Jawohl. Was passiert? Ja, ich hab meine gesamte Armee unten rausbekommen. Oh nein, zwei nicht. Wo rausbekommen? Aus meiner Invasion, die fehlgeschlagen ist. Wünscht mir Spaß in Finnland. Ne, die armen Finnen. Viel Spaß. Die Reichskonferenz habe ich ja noch nie gesehen. Das ist von diesem. Nee, Finnland nicht reinnehmen. Sie haben gerade angefragt, ob sie die alliiert dürfen. Warum haben sie nicht mich gefragt? Nun mal fragen sie mich doch immer als erstes. Ich hätte sie bestimmt genommen. Nee, jetzt nicht. Wenn die vorher zu den Alliierten gegangen sind, können sie mich mal. Das. Ich bin doch kein Notnagel. Sagen immer zuerst die Alliierten. Das ist mir egal, ich bin kein Notnagel. Flucht. Weil ja theoretisch du ja einen Non-Aggression Pact hast und deshalb denkt die AI, er ist ja mit dem Best Buddy. Ja. Er wird mir nicht helfen wollen. Na Hupi, wie geht's dir in Afrika? Ja, ich hab's aufgegeben da unten. Nee, aber ich hab Franzosen hab ich 7 Einheiten da unten weggekesselt bis jetzt. Warum ist. Hör mal auf mit dem Training, Spanier. Ich hol dich mal als Entlastung. Achso, stimmt, ich hab noch die am Trainieren. Ja, das sind halt die, die jetzt nur ja, Rekruten sind. Wir nähern uns dem 2-millionsten Chinesen, der sein Land das ultimative Opfer gebracht hat. Kamikaze? Ja, das wäre, ja... Nein. Kamikaze. Ja, das ist das auch. Größte Opfer, keine Ahnung. Auch, ja genau. Die Deutschen kriegen wenig Nachschub. Ja, weil zu viele Deutsche sind auf der Frontlinie. Ich hatte ein paar weniger Truppen runtersetzen müssen, weißt du? Ich hab bis jetzt, glaube ich, nur französische Schiffe versenkt, sonst gar nichts.
ein einziges englisches habe ich versenkt. Ist doch gut. So, ich will mal gucken, die Verluste gucken. Sie sind so. Wir gehen. Ausgeglichen. Wir gehen schon die Bilder aus von meinen Generälen. Ich habe jetzt schon doppelte. Zwei, dreimal. Kann die Frontlinie nicht ziehen. Das ist so gut. Ach, sehr gut. Du kannst unten in Afrika schnell vorrücken, da sind keine Einheiten an der Grenze. Ja, bin auch gerade dabei. Und die Franzosen sind auch sehr schwach an deiner Grenze. Einfach von unten. Finnland wollen früheren Frieden machen und mehr Karjala und Salla geben. Mach's doch, ist doch gut. Aber nein. Wow. Aber nein. Okay. Ja, aber da helfen mir meine Lufteinheiten nichts gegen Spanien. Nein, aber er ist auch noch sehr schwach, das muss man sagen. Ist halt noch nicht sehr erfahren mit dem Land, aber trotz alledem, der Richtung meiner Meinung nach wäre es Not am Mann, dass du deine Exiltruppen rettest. Weil denke dran, Frankreich hat noch immer den Malus. Wenn es kapituliert, wirst du sie alle verlieren. Vitellius. Hat es das noch? Ja, es hat es noch. Geht drauf. Sicher ist sicher. Ich würde deine Truppen versuchen, jetzt schon zu evakuieren. Wenn nämlich Spanien durchkommt... Das sind nur Indians. Das sind nicht mal meine. Die das macht's das nicht besser. Deswegen, nicht besser. Ich hab... Die Zeit hab ich noch. Ich sag nur... Denk an Dünkirche, ne? Dünkirk, remember. Ja. Der Film war übrigens gut, nur ich mag diese Zeitdreherei nicht. Sagst du jedes Mal, wenn irgendwie da den Kirchen erwähnt wird? Es tut mir leid. I'm sorry. Bisschen Kanadier? So, jetzt geht's vorwärts. Ja, ich rutsch wieder in Klischees ab. Jetzt geht es vorwärts bei mir. Da ist der Flugplatz. Das... Ich finde aber auch schön, dass die Inder so mit Kopftuch und anderen abgebildet sind, ne? Und andere von deinen Truppen anders. Also das hat immer wirklich jedes Land landspezifischer, ne? Ja. So, meine Flugzeuge werden in Sicherheit gebracht. So schlimm jetzt schon? Nee, ich verliere sie. Ich werde sie nur dauerhaft verlieren dort. Nee, du werden ja auf den nächstgelegenen Flugplatz gezogen. Also du verlierst ja keine. Okay, dann nutze ich es halt lieber, um Afrika zu gewinnen. Ja, das ist auf jeden Fall sicher. ups, nee, das ist der falsche. Ich habe endlich mal eine Linie gezogen. Aber vielleicht erklärst du mal den Zuschauern, Vitellius oder jemand anders, woran man sieht, ob die Franzosen noch den Malus haben. Das liegt einmal, siehst du das an dem Fokus? Und der andere ist das Disjoint Government. Der ist dieser Malus quasi, den sie haben. Gespaltene Regierung. Gespaltene Regierung. Wenn die das haben, kann ich euch mal zeigen. Hier haben sie natürlich Kapitulationsgrenze minus 50 und
Natürlich ist jetzt durch den Spanier Anruf und sobald er hier Bordeaux einnimmt, ist die Situation. Ach, das Finnland. Ich habe gedacht, dass ich es bin. Ja, ja. Nein, der war schneller als du. Wow. Was? Da hat er richtig gut 7 Provinzen erobert. Kann man vielleicht auch schneller. Finnland. Es war Finnland. Außerdem war es Finnland, genau. So ein Leckerbissen muss man doch mitnehmen. Aber Vitellius, du hast mich mehr gekostet, als ich gehofft habe. Ich hätte hoffen würdest du dich nichts. Hoffen wäre einfach, ja, gegen eine KI kann man auch mit einem einfach mit so einem, wie nennt man das, Fallschirmjägersprung viel machen, ne? Das kennt ihr ja alle. Aber habe ich da nicht so gern getan. Weiß halt, du hast dagegen Flugzeuge mit Nagbodenunterstützung gekämpft. Denen es war ausgelegt, dir Schaden zu machen. Hast du auch gut gemacht, deswegen wollte ich doch nur mal loben. Ich hab gesagt, warum, wo das Problem dabei lag. Ja. Für den interessierten Zuschauer. Ah, okay. Cool, wir haben interessierte Zuschauer. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Gab schon einen nicht Grund, warum ich seid ihr böse Zuschauer. Hm? Genau, der böse Zuschauer. Hm. Zuschauer dritter Klasse. Ja, gemein. Oh. Infrastrukturreparaturen da oben haben keine Priorität. Ich habe so viele zerstörte Fabriken, die ich hier reparieren muss. Aha! Hab ich gerade schon gewundert, Leck. Wieso hat Vichy Frankreich jetzt Nordafrika bekommen? Seht euch diesen gigantischen Kessel. Das ist immer Vichy, bei Vichy immer. Vichy ist halt. Das sind die Einheiten von Frankreich, die dort waren. Dann überlaufen. Nein, da waren keine. Gott, zu langsam. 20 Einheiten von Großbritanniens Puppets eingekesselt. Groß. Ja, das ist irgendwie, wird das jetzt auch mit dem nächsten Update dann sich ändern. Das ist auch schrecklich, solange Vichy Frankreich ja Gebiete in Nordafrika hat, kann man ja nicht diese Annektierungssache bei denen machen. Naja, aber das wird ja nicht, wenn die nicht lange haben. Hoffentlich. Aber das war eine Kapitulation, oder Leute? Aber das war Berge. Aber Vitellius, siehst du, ich habe dich rechtzeitig vorgewarnt für deine Inder, oder? Ja, jetzt waren die schon wieder in Nordafrika. Oh, hey, die Inder sind aber sehr mobil dann, oder? Ja, unten raus, ne? Ja. Süddünkirk quasi. Die sind auf meine Insel, die sind auf die Insel gekommen und von dort aus weitergesegelt. Cool. Wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte ich noch Bordeaux bekommen. Das hat ja schöne Ressourcen. Das gebe ich dir später. Ich will da nur noch was bauen vorher, weißt du? Ich mache den Atlantikwall, dann habe ich das gebaut und kann ich das gerne geben. Jetzt macht ihr mir hier im Mittelmeer Probleme. Ja, aber solange Gibraltar. Ja, die fehlen jetzt halt erstmal ein paar Schiffe, ne? Hältst du Gibraltar noch gut? Da ist noch nicht mein Angriff gewesen. Ich weiß es halt überhaupt nicht. Die anzugreifen bringt nichts, die Mauern sind zu stark. Ich mache nur, also meine haben null Angriff, wenn die angreifen. Dann brauchen die den da, um einmal rüber zu gehen. Oh, jetzt. Ihre Befehle. Sehr gut. Denn über Operation Weserübung habe ich vorbereitet. Schönes Mal hat mir jetzt gerade ziemlich meine gesamte Flugzeuge aus Nordafrika weggenommen. Die sind jetzt erstmal bei dir wieder zu Hause, ne? Ja. Deswegen, du verlierst sie nicht, also das ist... Nämlich alles gut, ich kann die Lufthoheit trotzdem nicht halten da unten. Wahrscheinlich alle rüber nach Ägypten oder so, die Flugzeuge. Hast du denn Flugplätze frei? Ich habe noch 500 Flugplätze in Äthiopien frei, falls... ich schicke gerade nochmal ein paar Jäger runter, vielleicht kann ich es dann... halten.
Irgendwie teilen sich meine Einheiten nicht richtig auf, so wie sie eigentlich sollten. Doch interessant, dass sich an der Ägyptenfront noch überhaupt nichts bewegt hat. Nee, die steht. Ja, da hat er sich verschanzt. Aber dafür bin ich in Ostafrika fast fertig. Ja. Ja. Ja, Flugplätze. Oh. So, Nordafrika habe ich dich unterstützt mit Luftwaffe. Ja, jetzt habe ich auch dort verloren. Ja, jetzt ist auch das. Jetzt habe ich auch wieder Nachschub. Zumindest an der Westküste. Ja, weil du es über Luft bekommst. Ja, gut, gut. Muss man doch mal nett zu dir sein, oder? Ja, natürlich. Nicht so wie der Spanier. Mhm. So. Ein paar weiter hiervon. Benötigt jemand etwas? Infanterieausrüstung. Ja, ja, du leider nicht. 8000 brauche ich. Du brauchst 8000 Infanterieausrüstung, ja? 8000? Ist aber gut aus dem Loch rausgekommen. Ja, ich habe auch gut nachproduziert. Könnte ich theoretisch. So. Das nächste, was man natürlich tut, ist, man macht jetzt erstmal hiermit weiter. Man gibt natürlich jetzt noch weitere Befehle darauf, damit hier nicht dauernd die Schreierei losgeht. Sind hier überall Dauerangriffe auf mich, aber irgendwie nützt das ja nicht so wirklich was. Oh, irgendwer hängt hinterher ein bisschen. Na gut, das ist aber nicht schlimm, wenn einer ein bisschen hängt gerade. So. Auf Stufe 2 ist das immer so eine Sache. Gerade sind wieder alle auf gleichen Stand. Ja. Wow, Leute, ich kann endlich mal meine Ölvorräte regenerieren. Ich hätte noch 30 Tage gehabt. Das war gerade etwas hart, sage ich euch. Aber hast du es geschafft, oder wie? Ja, ich bin jetzt. Jetzt, es geht wieder hoch. Aber Vitellius. So, aber Glückwunsch, ihr habt das westliche Nordafrika erobert. Aber Fakt ist an dich gerichtet, Vitellius. Du hast richtig gut gearbeitet. Du hast mir viel versenkt. Und du hast mehr Verluste mir zugefügt, als die ich eigentlich in dieser Phase des Spiels haben wollte. 150.000 Mann. Schau mal, wie sind die Verluste? Hoch. Ich hab 200.000 verloren. Aber okay. China hat mir auch mit dem Bonus deutlich mehr Verluste zugefügt, als ich erwartet habe. Gut, jetzt ist da unten natürlich zu erobern. Ist noch immer Luftwaffe vom Feind hier anwesend? Nein. Ich verlagere mich nach Nordafrika. Mit meiner Flotte. Ich schicke auch eine Armee runter. Obwohl die
So. Brauchst du noch Land in dein. Brauchst du noch bei deiner Kolonie Land? Truppen. Ich habe mich da verschanzt. Also gerade steht da alles. Das will ich wissen. Warum? Vitellius, wie viele Flieger hattet ihr in Nordwestafrika gerade? Auf Malta hatte ich aber 3000. Okay. Ich habe mich nur gerade gewundert, wie viel Schaden ich da genommen habe. Verstehst du? Da habe ich 5 Flieger verloren gehabt. So. Ich habe doch immer geguckt, dass ich da richtig Schaden mache, wo ich sie hinschicke. Und es hat hier gereicht, dass ich Frankreich, das westliche Mittelmeer und Afrika halten konnte. Ja, für eine Zeit. Ohne Frage, Vitellius. Also da muss ich sagen, da hätte ich nicht dran gehört. Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Auch nicht. Das war sehr gut eigentlich. Das war halt gut gemacht, weißt du, da konnte man nicht viel gegen machen und das war hart. Oh, es reicht immer noch nicht. Junge, Junge, Junge. Ich könnte Anspruch auf Vichy Frankreich erheben. Ja, dann mach doch mal einen Anspruch darauf. Dann kommst du Grenzgebiete. Dann kommst du Savoy. Ist das da oben so, dieses Gebiet um Vichy rum, oder? Ja, was? Ja. Ah, okay. Nice. Aber die Entscheidung ist. Das muss ich entscheiden, ob ich das möchte. Ja, natürlich. Mein guter deutscher Verbündeter. Ja, ist klar. Dann bin ich dein guter Verbündeter. Dann. Du kannst ja deinem großen Vorbild doch wohl mal ein bisschen Gebiet abdrücken. Ein bisschen Gebiet abdrücken, sagt er da. Eieiei. Dänemark hat kapituliert. Jetzt würde mich interessieren, ob es auch eine dänische Exilregierung gibt. Eigentlich von allen. Alle, die mit mir im Bündnis waren und besiegt sind, kapituliert haben, sind eine Exilregierung. Das alle. Wusste ich nicht. Na schön, wann spielt man schon Alliierte? Oder anders, wann passiert es immer, dass bei den Achsen jemand kapituliert, außer kurz vor Ende? Naja, gut. Island, ei. Was mit Island? Island ist unabhängig, oder? Ja. Ja. Und demokratisch, welche nicht mach. Ja. Naja. Ihr könnt, wenn wir möchten, noch eine Stufe höher schalten, wenn wir das geschwindigkeitsmäßig schaffen. Gerne. Vitellius, das ist jetzt für ihn, weil er sehr viel Mikromanagement hat. Ja, für mich geht's auch noch. Aber... Auch ich sagen muss, es wird immer anstrengend. Ja, klar. Und da muss ich auch sagen, ich hatte Glück, dass der Japaner noch ein bisschen braucht. Ach, entspann dich, ich brauch danach auch noch viel länger. Ja. Umstell mal bitte die Schweiz. Es ist gerade ganz schlecht. Dann lassen wir es mit der Schweiz erst einmal. Nur das Glück, das was passieren wird, ist, dass spätestens 41, wenn nicht 42, die Schweiz eh zu ihm überläuft. Und dann fällt es uns in den Nacken. Oh ja, warte mal, ich habe mir fällt gerade auf, ich habe eh eine Armee frei bekommen. Na gut, also aber bitte, dann werden wir sagen, wie gesagt, wie es hier weitergeht, liebe Zuschauer, das erfahrt ihr das nächste Mal. Auf bald wünschen, euer Zartona. Euer Vitellius. Euer Franz. Euer Jokey. Euer Hubkraft. Und euer Kraftgreg. Tschüss.